Immer mehr auch abkapselt natürlich von dem Rest der Gesellschaft, immer mehr seins macht, immer mehr seinen Träumen verfällt. Und das spitzt sich eigentlich zu, am Ende dann eben im Wahnsinn. Britten hat ja auch in seiner Musik unheimlich viele Farben komponiert, die eben auch bei Peter Grimes sehr viel von seiner Seele, von seinen Bedürfnissen und Wünschen, Ängsten eben auch in verschiedener Couleur eben zum Ausdruck bringen. Und das fand ich persönlich sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön. Ich glaube, da kommt man dann schon auch schnell an die eigenen Grenzen. Gerade auch vor der letzten Szene, wenn diese Dorfgemeinschaft da wie ein wilder Mob den Grimes einfach nur noch lynchen will. Das sind schon, finde ich, Momente, wo es einem auch als Sänger sehr nahe gehen kann und wo man wirklich auch manchmal so wieder zurückfinden muss zur inneren Kontenance. Das ist schon, finde ich, sehr, sehr packend. Und dieser nahtlose Übergang von diesem Raum ins Publikum, ohne Orchester dazwischen, das gibt den Leuten eben die Möglichkeit, eben mittendrin zu sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand da dann drin sitzt und dass jemand das kalt lässt.